Auch heute Morgen herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst an diesem Sonntag. Wir haben heute den 13. Sonntag nach Trinitatis. Warum Kirche wächst? Der Bibeltext dieses heutigen Sonntags gibt ein paar interessante Einblicke, warum Kirche wächst. Ich habe mir diesen Bibeltext genau angeschaut, denn das ist doch unser Bedürfnis, dass wir mit Menschen zusammen glauben und leben an dem Ort, wo wir sind, aber dass es mehr werden, die verstehen, worauf es wirklich ankommt, dass der Glaube an Jesus Christus dich trägt, durch die Höhen und Tiefen des Alltags, an den Schnittstellen des Lebens weiterhilft und dann auch zum Ziel führt. Ja, wenn die Menschen bloß das verstehen würden, was können wir dazu tun? Diese Frage bewegt mich natürlich als Gemeindepfarrer und muss auch eine Gemeinde bewegen, sich auf den Weg zu machen, dahin zu kommen, dass Gemeinde wächst, dass sie in die Tiefe geht, nicht nur in die Breite, dass sie sich ausrichtet auf dieses Wort der Bibel und dadurch Kraft bekommt, auch als Gemeinde zu wachsen, wie so eine schöne Blume, die nach und nach die eine und andere Blüte bekommt. Ich möchte einladen dazu, dass wir an diesem Punkt heute, an diesem Sonntag, mal nachdenken, vor allem dann, wenn es um die Predigt geht. Jetzt wollen wir beginnen und feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Gemeinde gegeben, in der wir zu Hause sein dürfen, und so sind wir heute Morgen zu diesem Gottesdienst gekommen. Was bei uns gewachsen ist in der Vergangenheit, das hast du in der Hand gehabt. Herr, es ist unser Wunsch, unsere Bitte an dich, dass du weiter wachsen lässt, dass du uns lehrst, uns beibringst, wie das geht, den Glauben so zu leben, dass andere darauf aufmerksam werden. Manchmal fällt es uns schwer, unseren eigenen Glauben zu bekennen, so barmherzig zu sein, wie du barmherzig bist. Oft ist es so, dass wir nur an unseren Vorteil denken. Oft lassen wir uns abhalten, manchmal aus wichtigen Gründen das Gute zu tun. Und immer wieder verweigern wir anderen das offene Ohr oder auch das, was wir geben könnten, weil es uns einfach schwerfällt. Lieber Vater im Himmel, lass uns wachsen, in den Glauben hineinwachsen, heute Morgen durch diesen Gottesdienst hineinwachsen noch mehr und befreie unser Herz vom Egoismus. Gib uns doch eine innere Einstellung, die so ausgerichtet ist, dass du ganz in der Mitte stehst und deine Kraft geben kannst. Wir rufen zu dir, Kyrie Eleison. Christe, erbarme dich. Erbarme dich über uns.
den Zuspruch, den Gott uns sagt. Er verspricht es, wenn der Prophet Hesekiel in Kapitel 36, Vers 26 festhält: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ehre sei Gott in der Höhe. Sonntags. Es ist ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte im 6. Kapitel. Ich lese ab dem Vers 1 bis zum Vers 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam.
Jetzt nach der Schriftlesung wollen wir miteinander singen aus unserem Gesangbuch, die Nummer 412. So jemand spricht, ich liebe Gott. Wir singen davon zwei Verse, den ersten und den achten Vers. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte am Anfang beten. Vater im Himmel, segne du jetzt Reden und Hören durch deine Kraft. Gib du deinen Segen. Auf vielen Wegen erreichst du die Menschen, das weiß ich genau. Ich bitte dich, Heiliger Geist, segne du das Reden und Hören, damit daraus eine Bewegung entsteht. Dass Kirche wächst, dass die Ortsgemeinde wächst und deinen Segen hat und den Weg zu den Menschen findet, die diesen Segen so dringend brauchen, damit ihr Leben zu dir führt und fröhlich wird. Amen. Oh, diese Küste am Meer, so gefährlich! Darum machten vor Zeiten ein paar Leute genau dort eine Rettungsstation auf. Ja, genau hier gerieten weit draußen auf dem Meer immer wieder Schiffe in Seenot und kenterten. Einer muss doch diese Schiffbrüchigen retten. Ein paar Mutige waren es, aber sie hatten nur ein Boot. Damit wagten sie sich hinaus bei Tag und bei Nacht. Die Rettungsstation wurde bald bekannt. Viele der Geretteten und andere aus der Umgebung fingen an zu spenden. Die armselige Station am Anfang, sie wurde ausgebaut. Alles wurde größer, schöner, komfortabler. Die Zahl der Spender wuchs immer mehr. Ja, diese Station wurde jetzt zu einem beliebten Aufenthaltsort und die Männer hatten ihr Clubhaus. Bis zu dem Moment, dass sich die Ersten weigerten, bei Nacht und Nebel da rauszufahren aufs Meer, sich selber in Lebensgefahr bringen? Nö. Im Clubhaus war doch alles viel angenehmer. Und so beschloss man irgendwann, wir stellen den Rettungsbetrieb ein. Aber da waren ein paar Unentwegte, denen lag die Lebensrettung wirklich am Herzen. Sie waren damit nicht einverstanden. Sie begannen einen Neubau einer Rettungsstation, nur ein paar Kilometer vom Clubhaus entfernt.
Ihr guter Ruf verbreitete sich rasch. Spender, Geldgeber kamen ins Spiel und dann wiederholte sich alles. Irgendwann fanden die Ersten nämlich es in ihrem neuen Clubhaus viel angenehmer, als da draußen auf offener See sein Leben zu riskieren. Ihr könnt es euch denken, es kam schließlich zur Gründung einer dritten Rettungsstation. Nur leider wiederholte sich die komplette Geschichte. Wer heute diese Küste entlangfährt, findet an der Uferstraße eine beträchtliche Zahl von exklusiven Clubs. Und trotzdem ist die Küste nach wie vor gefährlich, ja, wird vielen Schiffen zum Verhängnis. Und die Frage stellt sich, wer rettet die, die da draußen in Not sind? Warum Kirche wächst? Die Frage habe ich mir heute gestellt, oder besser gesagt, zu dieser Überlegung bin ich gekommen. Denn wachsen ist ja nicht gleich wachsen, ein gesundes Wachstum, darauf kommt es doch an. Wenn also Kirchen, und ich sag mal genauer Ortsgemeinden, wachsen wie diese Clubs an dieser englischen Küste, dann stellt sich eine tiefgehende Frage: Mensch, was ist eigentlich die Hauptaufgabe? Jetzt merkt ihr wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Wachstum ist nicht gleich Wachstum, auch heute nicht. Es gibt Kirchen, die können wachsen, aber was ist, wenn sie satt geworden sind? Dann ist ihnen die Hauptaufgabe verloren gegangen. Und die Frage stelle ich mir für mich selber und unsere Gemeinde ja auch. Sind wir satt geworden? Sind wir uns selber genug? Oder brennt in uns noch dieses Feuer, dass es etwas kosten darf, Menschen aus der inneren Not zu retten? Fahren wir hinaus? Tun wir genug, damit Menschen um uns herum nicht einfach verloren gehen zu lassen, sondern, wie Jesus sagt, dass sie nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben? Der Predigttext heute gibt uns über gesundes Wachstum in einer Kirche, in einer Ortsgemeinde einiges weiter. Warum Kirche wächst? Ja, da habe ich was entdeckt und das möchte ich heute in dieser Predigt ansprechen. Hier in diesem Bibeltext in der Apostelgeschichte wird einiges indirekt erklärt. Das sind bestimmt nicht alle Gründe, warum Kirche wächst, aber was wir hier lesen, gibt uns einige Gedankenanstöße. Ich habe drei Gedanken und der erste Gedanke heißt: Kirche wächst, weil sie ihren geistlichen Auftrag kennt, Zeuge sein. Kirche wächst, weil sie ihren geistlichen Auftrag kennt, Zeuge sein. Der geistliche Auftrag einer Gemeinde kommt direkt von Jesus selber her. Jesus sagt: Ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Oder es heißt zum Beispiel am Ende des Matthäus-Evangeliums: Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus redet nicht nur von diesem Auftrag. Er selber hatte ein Herz für die Verlorenen, für die da draußen. Er ist losgezogen in Israel zu Fuß. Weißt du, wie mühsam das ist? Von Ort zu Ort. Er hat nach ihnen gesucht. Sein Herz hat ihn getrieben. Er hat Geschichten erzählt über die Menschen, die verloren sind ohne Gott. Ja, er hat Angst darum gehabt, sie könnten das ewige Heil missachten oder verlieren oder nur aus Versehen, unwissentlich, unachtsam aufs Spiel setzen. Jesus hat von dem verlorenen Schaf erzählt. Mensch, der Hirte hätte doch wirklich an 99 Schafen genug gehabt. Nein, wegen dem einen, da zieht er los bei Nacht und Nebel. Er gibt nicht Ruhe, bis er dieses eine Schaf gefunden hat. Und dann wird sogar ein großes Fest gefeiert. Ein anderes Mal sagt Jesus: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus hatte ein Herz
für die Verlorenen, die da draußen in der Welt umkommen, wenn keiner sie rettet. Das war sein Job, den hat Jesus gemacht. Es ging so weit, dass er sein ganzes Leben eingesetzt hat, nur dass Menschen gerettet werden, dass Vergebung ihrer Schuld möglich wird, dass sie Gott finden, dass sie aus dieser neuen Beziehung leben lernen. Wenn du die Bibel quer liest, könntest du die Lebensaufgabe von Jesus je anders beschreiben? Jesus hat nie ein Clubhaus gewollt, in dem es gemütlich ist, in dem man sich trifft zu Spaß und Spiel und sich selber genug ist. Der geistliche Auftrag der Kirche oder der Ortsgemeinde ist es, Menschen vor dem ewigen Tod zu retten, genau wie Jesus. Menschen von der Retterliebe Jesu zu erzählen und dabei keine Rücksicht zu nehmen auf das eigene gemütliche Leben. Wenn es Jesus schließlich sogar das Leben gekostet hat, was darf es uns dann kosten? Ich möchte euch heute Morgen die Illusion nehmen, man könnte sich irgendwie arrangieren mit dem Glauben. Das versuchen viele und die landen im Clubhaus. Und ihr Glaube hat alles verloren, was Glaube ausmacht. Er hat keine Kraft mehr, keine Freude mehr, den Mut nicht mehr, die Hoffnung nicht mehr. Und die Liebe zum Nächsten ist längst baden gegangen. Kirche wächst genau dann, wenn diese Hauptaufgabe die Hauptaufgabe bleibt. Wir sind als Christen nicht für uns selber da. Wir sollen Zeugen sein. Und wovon zeugen wir? Naja, wenn man mit Jesus in Beziehung ist, erlebt man einiges mit Jesus. Wenn man die Bibel liest, begreift man einiges über die Situation, wie sie tatsächlich ist, dass wir verloren sind, ohne dass es dieses Kreuz und Vergebung unserer Schuld gibt. Wir sollen bezeugen, was er uns zu gut getan hat. Wir sollen bezeugen, was jeden Tag für uns das Glück des Lebens ist. Dass wir einen Gott haben, der bei uns zur Seite steht, der uns den guten Weg führt. Und genau das taten die ersten Christen, von denen in unserem Bibeltext der Apostelgeschichte hier die Rede ist. Sie bezeugten. Und darum heißt es gleich im ersten Vers des 6. Kapitels, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Und im letzten Vers unseres Abschnittes heißt es ja nochmal, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das ist Wachstum. Die Zahl der Christen nimmt rasant zu. Warum? Weil es Zeugen gibt. Männer und Frauen, die es einfach wagen. Männer und Frauen, die ihre Bedenken zurückstellen und mutig auftreten. Diese Männer und Frauen wissen um den Auftrag, den Jesus gegeben hat, diesen geistlichen Auftrag, geht hin. Leute, bleibt nicht zu Hause sitzen. Werdet nicht ein Opfer des Alltagstrotz. Lasst euch nicht lähmen oder ablenken von diesem Zentrum unseres Glaubens. Geht hin, ihr sollt meine Zeugen sein. Kennst du diesen geistlichen Hauptauftrag? Spielt er eine Rolle in deinem Leben? Spielt er eine Rolle in der Planung deiner Woche? Hast du Zeit für Gott, die du einsetzt? Kirche wächst, wenn sie Zeugen hat. Je mehr Zeugen, desto besser. Der zweite Gedanke, Kirche wächst, weil sie sich auf die Bibel und Gebet gründet. Die erste Gemeinde in Jerusalem wuchs, wie wir es hier lesen, weil es ein Zentrum gab, eine Mitte, ein unglaubliches Kraftwerk. In einer Schlagzeile im Internet las ich vorgestern, dass am Donnerstag, dem 3. September 1830, in Bretten mal wieder der Strom ausgefallen ist. Man stelle sich das vor, und wir hier in Östringen-Odenheim kennen das ja auch. Man ist das unangenehm, wenn der Strom ausfällt. Nichts geht mehr, kein Licht, kein Fernseher, kein Computer, keine Kühlschränke, kein Herd. Nicht mal das Handy kriegt Verbindung. Oh, 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 wenn der Strom weg ist. Hier diese Ortsgemeinde in Jerusalem hat ein Kraftwerk, von dem alles abhängt, auch ob sie wachsen kann. Dieses Kraftwerk habe ich in diesem Text entdeckt. Das Kraftwerk der Jerusalemer Gemeinde waren die sogenannten Apostel und das, was sie tagtäglich taten. Ja, jeden Tag.
Jeden Tag? Nö, ich meine eigentlich nicht das Essen. Ich weiß, Essen ist wichtig, dreimal am Tag mindestens. Wer Jugendliche zu Hause hat, weiß, die Küche und der Kühlschrank, das ist der geheime Nabel der ganzen Wohnung. Essen, Essen, Essen. Dass Essen wichtig ist, wussten die Apostel auch. Es ist ja richtig vorbildlich, dass sie hier um eine gute Essensverteilung für alle sich Gedanken machen. Alle sollen satt werden in der Gemeinde, keiner soll hungern. Aber dann wird hier berichtet, es passiert leider doch, als die griechischen Witwen, die also die ohne gutes Einkommen sind, ihren Teller hinheben, ist nichts mehr für sie da. Sorry, die einheimischen Witwen waren schneller. Und das passierte wahrscheinlich nicht nur einmal, wenn so was Mieses passiert. Ihr kennt das alles, das zieht schnell Kreise. Das Miese wird erzählt und das Kantinenproblem wird zu dem Gesprächsthema der Jerusalemer Gemeinde und erreicht auch die Gemeindeleitung. Die rasche Reaktion der Hauptamtlichen ist super. Wir müssen das sofort organisieren, dass auch diese Witwen satt werden. Aber dann habe ich es genau gelesen und der zweite Gedanke hinter dieser Reaktion, der ist spannend für mich. Wichtiger noch als dreimal täglich satt werden, ist für diese Glaubensprofis der Freunde von Jesus, dass auf keinen Fall die Gebetszeiten und die Bibellesen, das Bibellesen darunter leiden darf. Das ist das Kraftwerk der Gemeinde. Die Apostel argumentieren, wir suchen uns 7 Leute für den Küchendienst, aber wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Dieses Kraftwerk, Gebet und Dienst am Wort, also Verkündigung, also Bibellesen, also Nachdenken und aus dem biblischen Wort wachsen, das darf auf keinen Fall abgeschaltet werden. Die Mitte dieser Gemeinde muss die Mitte dieser Gemeinde bleiben. Nein, um keinen Preis das Beten ausfallen lassen, um keinen Preis die Bibel zur Seite legen, um keinen Preis darin nachlässig werden, sich täglich mit der geistlichen Antenne auf den Sender, der Gott selber ist, ausrichten. Es klingt tatsächlich so, als stünde das Kraftwerk der Jerusalemer Gemeinde auf dem Spiel, wenn die Jünger jetzt einer so wichtigen praktischen Aufgabe wie dem Essen organisieren den Vorzug geben würden. Warum Kirche wächst? Hier entdecke ich den zweiten Aspekt. Kirche wächst, wenn sie in gelebter Gemeinschaft ihre ganze Kraft darauf verwendet, stundenlang zu beten und sich prägen zu lassen durch das Lesen der Bibel. Die Apostel machen es uns hier vor. Unsere wenigen Verse vom Wachstum haben diese Grundlage. Die Basis ist Bibel und Gebet, das Wort, das Gott an uns richtet. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Ich habe es vorhin schon mal vorgelesen, der 7. Vers. Und es heißt, nach diesem ganzen Gezetere, das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wo ist das Kraftwerk in der Gemeinde? Gebet und Bibellesen, das darf nicht abgeschaltet werden. Und der dritte Gedanke, den ich habe, Kirche wächst, weil sie leidet. Kirche wächst, weil sie leidet. Ja, es gibt da in diesem Bibeltext einen dritten Grund, warum Kirche wächst. Kirche wächst, weil sie leidet. Denn die Zeugen für Jesus, die um das Kraftwerk von Gebet und Bibel wissen, die stehen in unserem Abschnitt mitten in einer Krise. Die Apostel und die Christen, die sich in Jerusalem zu Gottesdiensten und in Gruppen und Kreisen und auch zum Essen treffen, haben kein schönes Leben. Sie stehen unter Beobachtung. Der Staat, die Polizei, die öffentliche Meinung schaut genau hin. Was treiben diese Christen da? Und ganz schnell geht das, dass Einzelne der Christen richtig Stress bekommen. Jetzt muss man die Bibel ein bisschen nach vorne und ein bisschen über unseren Text hinauslesen. Vor unserem Text. Und wohlgemerkt, du weißt es jetzt, dieser Text beginnt mit den Worten in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Da wird nämlich im 5. Kapitel davon berichtet, wie Petrus und Co. vor Gericht müssen. Die Anklagepunkte sind einfach. Haben wir euch nicht streng verboten,
in diesem Namen von Jesus zu lehren. Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ihr wollt das Blut dieses Menschen Jesus über uns Juden bringen. Also zu Deutsch müssen diese Apostel jetzt vor den Hohen Rat und kriegen vorgehalten: Ihr seid zu fromm, ihr seid Zeugen für Jesus, wir wollen das nicht mehr hören, hört auf damit. Die Apostel wissen das genau, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das sagen sie auch in dieser Verhandlung. Und jetzt müssen sie einstecken, richtig einstecken, Schläge einstecken. Bist du schon mal ausgepeitscht worden? Diese Gerichtsverhandlung gipfelt darin, dass die Freunde von Jesus jetzt Blut am Rücken haben. Aber das wissen sie genau. Kirche wächst, weil Kirche auch zum Leiden bereit ist und wenn es sein muss, körperlich. Danach werden sie freigelassen. Jetzt kommt die Auflage. Ihr werdet nicht mehr von Jesus reden. Doch, tun sie doch. Und nun beginnt das 6. Kapitel mit diesem Vers. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Die haben ihre Klappe nicht gehalten. Sie blieben Zeugen, es hat sie gekostet. Ich habe gesagt, man muss unseren Abschnitt auch über unseren Abschnitt hinaus, die Bibel auch über unseren Abschnitt hinaus lesen. Erinnerst du dich? In unserem Abschnitt ist von Stephanus die Rede. Ein cooler junger Mann wird zum Brotverteiler in der Kantine ernannt, Diakon, damit auch die hebräischen Witwen jetzt satt werden können. Aber es dauert nicht lange. Der Mann hat einen festen Glauben. Sein diakonischer Dienst, den macht er gern. Und noch lieber ist er Zeuge. Er kommt ins Gespräch und Wochen, vielleicht Monate nach seinem Dienstanfang, wird er zum ersten christlichen Märtyrer. Er stirbt, weil sich der Hass an dem entzündet, was er bezeugt. Ja, er wird gesteinigt, auch er bezahlt mit seinem Leben. Christlich bestattet wird er. Kirche wächst, weil Kirche leidet. Das ist die Klammer um unseren Wachstumstext heute. Kirche wächst, weil Kirche leidet. Das ist ein Merkmal für ihr Wachstum heute geblieben. Manche Gemeinden werden direkt ins Leiden hineingeführt. In der neuesten Auflage einer Wochenzeitschrift, die ich diese Woche gelesen habe, wird von Miriam berichtet. Jetzt seit einem Jahr ist sie Studentin in Gießen, ja, aber ihre Lebensgeschichte? Ihr Papa zog mit der ganzen Familie 2003 als Missionar in die Türkei, in die Stadt Malatya. Das war sein Weg, das war sein innerer Auftrag. Er war Zeuge für Jesus. Er war Kraftwerker mit Gebet und der Lehre der Bibel. Miriam war gerade mal 8 Jahre alt, als dieser Papa, Bibellehrer, von 5 Männern ermordet wurde. Das war im Jahr 2007. Ein Schock. Nicht nur für die Familie, auch für die kleine, begonnene Gemeindearbeit. Die Mama entscheidet jetzt, dass sie als Familie in der Stadt bleiben. Ja, sie sagt öffentlich, einen Tag nach dem Mord, ich werde den Mördern vergeben. Es dauert viele Jahre, bis 2016, bis diese Mörder für diesen Mord tatsächlich zur Rechenschaft gezogen und verurteilt werden. Solange lebt Miriams Familie jetzt in dieser Stadt, immer noch als ein Zeuge für Jesus. Dass der Vater stirbt, so wie Stephanus für seinen Glauben hingerichtet wurde, hat aber dort in der Türkei großen Segen ausgelöst. Diese Familie berichtet, nicht nur die eigene Gemeinde, die der Papa quasi ins Leben rief, ist gewachsen. Nein, noch mehr. Überall im ganzen Land sind Menschen Christen geworden, weil die Mutter, weil die Familie, weil Miriam den Mördern vergeben konnte. Kirche wächst, weil sie leidet. Das geschieht heute genauso wie das, was wir in der Bibel lesen. Ich wollte diesen dritten Aspekt, warum Kirche wächst, nicht verschweigen. Denn das hat seinen Ernst. Es kann dich alles kosten, wenn du dich auf diesen Weg des Zeugen machst,
wenn du ein Kraftwerker wirst. Aber wer auf diesem Weg des Glaubens an Jesus ist, der tut genau das, was die Hauptaufgabe von uns Christen ist. Jesus sagt, ich sende euch. Und der Christ sagt, ich gehe. Drei Gründe habe ich heute entdeckt in unserem Bibeltext, warum Kirche wächst. Erstens, Kirche wächst, weil sie ihren geistlichen Auftrag kennt, Zeuge sein. Zweitens, Kirche wächst, weil sie sich auf die Bibel und Gebet gründet. Schalt bitte das Kraftwerk nicht ab. Und drittens, Kirche wächst, weil sie leidet. Ja, und jetzt sind wir dran. Wie geht es uns mit diesen Gründen? Wünschen wir uns, dass Kirche wächst, dann müssen wir hinaus. Dorthin, wo die Menschen in Not geraten. Da, wo sie unterwegs sind und ihr Leben und ihr Heil verlieren können. Das ist unsere Aufgabe. Dorthin müssen wir. Amen. Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern, und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung. Alle Menschen, sie werden dich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Wir wollen jetzt miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, du hast die Welt geschaffen. Du zeigst uns, wer unsere Nächsten sind. Sie laufen uns täglich über den Weg. Du willst, dass wir wachsen im Glauben. Und darum lass uns das lernen von dir, Jesus. Du hattest einen ganz anderen Lebensstil. Du hattest Dinge, die dir wichtig waren. Und das müssen wir lernen, worauf es wirklich ankommt. Herr Jesus Christus, mit deiner Art hast du Menschen geprägt. Das geschieht uns ja auch, wir prägen auch wenn wir daran nicht immer denken. Denn unsere Kinder und Kindeskinder, die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen am Arbeitsplatz schauen uns an und wissen, wer wir sind. Wir können nur bitten, mach uns barmherzig mit diesen Nächsten, die du uns jeden Tag über den Weg führst. Wir bitten für unsere Gemeinde, lass sie wachsen, indem sie auf dein Wort hört, indem sie für sich das Beten neu entdeckt, die Fürbitte, indem sie sich lernt zu orientieren an dem, was du möchtest, Tag für Tag neu, damit wir in unserer Gemeinde auf den Weg kommen, der dir gefällt, und auf diesem Weg auch bleiben. Hilf uns, dass wir untereinander und nach außen den Frieden wertschätzen, indem wir hier leben und uns
begleiten dürfen. Hilf du allen, die sich der Kälte, die es draußen gibt, außerhalb der Gemeinde entgegenstellen. Gib uns ein Auge, ein Ohr für die, die Not haben. Herr, wir wollen dich bitten, für Menschen, die in unserer Nähe sind, dass sie den Weg des Lebens finden. Hilf du denen, die gegen Krankheit kämpfen. Hilf du allen Corona-Opfern. Hilf den alt gewordenen Menschen, die täglich das Nachlassen der Kräfte spüren, und hilf auch denen, die dann an ihrer Seite sind, dass sie richtig unterstützen können. Hilf du denen, die tagtäglich nur darum Leid und Not erdulden müssen, weil du ihnen wichtiger bist. Wir denken heute Morgen auch wieder an die Christen in aller Welt. Segne die, die um ihres Glaubens willen Nachteile einstecken müssen und dabei manchmal völlig allein stehen. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle, das wissen wir wohl, und darum bitten wir dich, versorge uns, weil du barmherzig bist. Ja, dieser Barmherzigkeit, dieser Gnade vertrauen wir uns an, mit unserer Not, mit unserer Sorge, die wir jetzt in der Stille vor dich bringen möchten. Herr Jesus Christus, du hast unsere Bitten gehört, und in deinem Namen wollen wir den Vater jetzt bitten, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir sind jetzt am Ende unseres Gottesdienstes angekommen, und ich möchte es so gerne jedem auch den Wochenspruch sagen, der über dieser neuen Woche liegt. Es ist ein Wort, das Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 40, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Geht nun in die neuen Tage, in die Stunden dieses Sonntags oder auch die Stunden dieser Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich wünsche nun einen gesegneten Tag, eine gesegnete Zeit und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Machen Sie es gut.